Das Gericht da haben wir doch unseren Richter. Verhandelt nun den Fall Sophie de Narrateur. Schrader. Dr. Andrew Schrader. Möglich. Also ich würde jetzt sagen, das war Dr. Andrew Schrader. Von der Stimme her. Das ist gefühlte 10 Jahre her, dass ich den gehört habe. Keine Ahnung mehr, wie der klang. Also ich bin mir sicher, also das muss dir doch auch so vorgekommen sein, diese Stimme. Ja, bekannt kam die mir schon vor, aber woher jetzt? Also ich weiß, die ist in einem anderen, ist auf jeden Fall auf einem anderen Layton-Charakter auch noch gelegt. Fragt sich eben welchen. Also ich würde sagen, Schrader war's. So Lipin war's nicht. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich nochmal erkennen würde. Den würde ich nicht mehr erkennen. Ich habe erst überlegt, ob es Chelmy war, aber nein. Oder? Na, er spricht ja gleich nochmal, nehme ich an. Ja. Verteidiger? Wow. Das ist kein Shelby. Nee. Ja, euer Ehren? Das auch nicht. Eure Bekanntschaft hat das Hohe Gericht noch nicht gemacht. Wer könnte das sonst noch sein? Aber ich glaube, Schrader ist mit dieser Stimme auch schon belegt worden. Vielleicht war es noch jemand, aber... Also in den Teilen, wo Schrader nicht vorkam. Das kann man ja rausfinden zur Not. Aber das tut soll ich mal wieder so Google bemühen? Verteidiger, nennt bitte euren Namen. Naja, ich denke mal, Google wird da sich ein bisschen schwer tun dran. Es wird nicht wichtig genug sein als Information, aber vielleicht wissen es ein paar von den Layton-Fans dann nochmal und können da was raussuchen, die hier zuschauen oder so. Mal sehen. Ja. Und dann werden wir es erfahren. Wir werden es nie erfahren. Mein Name ist Phoenix Wright, Spitzenbäcker. Ein Bäcker? Ich habe ihn gebeten zu kommen. Er ist mein Verteidiger. Dieses Gericht erlaubt es jeder Angeklagten, einen Verteidiger ihrer Wahl zu bestimmen, euer Ehren. Nun gut. Wie auch immer, das Ergebnis dieses Prozesses sollte dadurch nicht beeinflusst werden. Davon abgesehen, es ist unmöglich zu übersehen, dass der diesem Prozess zugewiesene Inquisitor nicht im Saal ist. Inquisitor? Oh, richtig. Das hätte mir schon früher auffallen sollen. Ja? Niemand ist hier. Sollte der Inquisitor nicht vor Gericht erscheinen, habe ich keine andere Wahl, als alle Anklagepunkte abzuweisen. Komm schon, komm schon, komm schon! Also komm nicht! Er ist ein hochgeachteter Inquisitor. Sollte er jedoch nicht bald erscheinen... Gleich macht's da so auf seinem Platz, puff, und dann ist er da. Ja, wahrscheinlich will er einfach nur hier nochmal so einen besonderen Auftritt hinlegen. Wird dieser Prozess enden und der Bäckerverteidiger obsiegen? Der Bäckerverteidiger? Wer verteidigt denn Bäcker? Moment mal! Oh. Jetzt ist er da. Ritter der Gerechtigkeit, diese Frage verlangt nach eurer Antwort. Seid ihr bereit, die Schwerter zu kreuzen? Oh. Erste Regel bei einem Dreier mit zwei Männern. Nie die Schwerter kreuzen? Oder zumindest bereit dazu sein. Das Wenn du einen Dreier mit noch zwei Männern machst... Ich, Inquisitor Aloysius Flamberg, bin bereit, in die Schlacht zu ziehen, hohes Gericht. Ich, Inquisitor Randall. Randall Escott. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Randall. Alles ist Randall. Ja, irgendwie schon, ne? Das gibt's doch nicht.
Habt ihr Bedenken? Das ist Randall, sagt er jetzt. Das ist Randall! Das ist Randall! Der Richter! Nein, der Richter ist nicht Randall. Alle sind Randall. Verzeihung, euer Ehren. Ich wusste nicht, dass wir hier im Gericht Schwerter tragen dürfen. Dies ist der Brauch der Ritter der Gerechtigkeit. Ein Ritter muss seine Klinge stets griffbereit haben. Oh. Gut. So nennt euren Namen, werter Herr Blaurock. Ja, mein Name ist Blaurock. Klingt cool. Nein, wenn er sein Schwert so rauszieht, so hoppla! Rutscht das ihm ja so aus der Hand und... Ja. Also, mein Name ist Phoenix Blaurock. Bitte? Mein Name ist Phoenix Wright. Ich bin Bäcker. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Ein Bäcker? Nick, sieh kein langes Gesicht. Du siehst schrecklich aus. Immer. Verschwendet euren Atem nicht. Dieser Prozess wird vorbei sein, bevor ihr Einspruch erheben könnt. Einspruch! Haha! Das ist sogar dann... Das ist so gleich dann, naja, die Bestätigung dafür. Der Prozess ist noch nicht vorbei. Flutsch! Um die Sicherheit von ganz Labyrinthia zu wahren, werde ich eure Verteidigung mit meinem Schwert gnadenlos zerschmettern. Mein Gott, hat der ein langes Schwert. Gib's ihm, Flamberg! Erlöse noch einen! Diese Verhandlung ist Zeitverschwendung! Es ist endlich ein Urteil! Und Sophie dann so... Warte mal... Stellt auch den frisch gebackenen Verteidiger vor Gericht! Flamberg! 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 Oh, Bäcker! Warum sind sie alle so begeistert? Man könnte meinen, das hier wäre kein Gericht. Die Menschenmasse hat kein Interesse an Gerechtigkeit. Sie hofft nur auf einen Schuldspruch! Inquisitor Flamberg, beginnt bitte mit eurem Eröffnungsplädoyer. Wer war denn Randall? Ich? Weißt du das noch? Ich glaube ich, ja. Willst du den auch wieder machen oder soll ich? Mach du den. Ich wüsste nicht, wie ich den jetzt noch... Wie ihr wünscht, hohes Gericht. Wie ihr wünscht, hohes Gericht. Wie ihr wünscht, hohes Gericht, okay. Ja, wir brauchen ein bisschen Edgeworth hier drin, auch wenn das nicht ist. Das war jetzt aber über-Edgeworthig gerade. Ne, mach halt. Habe ich den nicht gesprochen. Ich weiß. Aber machen Edgeworth-mäßig. Ich mag die Stimme. Na gut. Lasst uns mit den Geschehnissen, die zu diesem Mord führten, beginnen. Einwände, Herr, werter Herr Bäckerknecht. Der Mord ereignete sich heute Abend. Gestern regnete es stark in diesem Stadtteil, schließlich brach die Sonne durch. Gerade noch rechtzeitig für die heutige Parade. Einige Stunden nach der Parade begann es jedoch erneut zu regnen. Das muss zur gleichen Zeit gewesen sein, als Sophie im großen Archiv war. Es regnete bis kurz vor dem schändlichen Mord. Der Vorfall ereignete sich auf einem schmalen Waldweg zum Markt. Die Angeklagte war auf dem Markt, um Einkäufe zu tätigen. Sie beschnitt mich und dann beschritt sie den besagten Pfad auf ihr. Oh Gott. Ja, aber nur auf dem Kopf beschnitt sie ihn. Eigentlich hatte er ja mal lange Haare. Richtig, so wie vorher seine Mähne, als er noch dieses Helmdings aufhatte. Ja. Diese Haare kamen nämlich aus seinem eigentlichen Schopf. Genau. Naturhaarhelm. Süß. Auf diesem Waldweg trieben sie...
Auf diesem Waldweg trieben es zwei Ungeheuerstifter, die Herren Hotz und Plotz. Hotz und Plotz. Hotzenplotz. Der Enge. Die Räuber Hotzenplotz. Oh, die Enge. Da trieben es. Trieben sie es mit der Engen. Oh Mann. Weißt du, wie wir die beiden sprechen könnten? Die sind doch tot, die können wir nicht mehr sprechen. Falls die doch noch wiederkommen. Oder vielleicht. Ja. Vielleicht kommen die ja wieder und man kann die sprechen und dann wären das wohl Specht und Sperling. Ah, den Sperling, den vergesse ich immer. Den vermisse ich regelrecht. Ja, der ist so. Der Specht ist auch ganz toll. Und wie er immer so rumwackelt. Und da habe ich mich verschluckt. Man könnte nun behaupten, die Angeklagte habe sich nur in ihrer Not. Hotz und Plotz um diese beiden. Konnte ich auf den Tod nicht leiden. Jetzt fängst du auch schon mal an mit Reimen. Aber mein Reim war ein Reim. Ja, und? Diese beiden Störenfriede waren mir keine Unbekannten. Sie standen schon mehrmals vor Gericht. In Banden. Unbekannten. Ach Mann. Zwei Störenfriede, Hotz und Plotz, diese beiden. Waren der erste Streich. Ja, das klingt nach Max und Moritz, stimmt. Bisher wirkt es, als wäre die Angeklagte das. Aber der Schein trügt. Und zwar gänzlich. Denn die Angeklagte Sophie de Narrateur. Der Schein trügt. Wir haben es hier mit Falschgeld zu tun. Oder Schwarzlicht. Wo bleibt mein Badumz? Danke. Brachte ihre Angreifer vorsätzlich und erbarmungslos um. Dieses Mädchen ist sie nicht. Ich dachte schon immer, dass sie verdächtig aussieht. Shh, nicht so laut. Ach du meine Güte, diese seltsame Begeisterung schon wieder. Ich denke, es ist nun klar, was vorgefallen ist. Es wird schon spät, der Prozess ist eröffnet und ich möchte gerne noch zum Abendessen. Vielleicht kommt ja auch wieder eine Zeugin, Moment mal, wieder, die mir Essen mitbringt. Werter Herr Flamberg, ihr könnt beginnen. Oh. Jetzt hängt mein Bild leider gerade. Oh. Wie ihr wünscht, hohes Gericht, die Inquisition wünscht nun... Die Zeugenaussagen! Zur Nacht des Mordes zu hören. Sieht so aus, als würde dieser Prozess jetzt richtig losgehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich muss kämpfen. Aber ich bin doch nur ein einfacher teigknetender Bäcker, der ein einfaches teigknetendes Leben führt. Jetzt stell dich nicht so an, Phoenix. Auch den trockensten Teig bekommt man mit etwas Milch wieder weich. Hat mal jemand Milch? Ich muss es schaffen und Sophie retten. Also, sehen wir mal, welche Widersprüche wir finden. Herr Zeuge, möchten Sie etwas Milch? Oh! Gandalf! Und ein paar andere. Erlaubt mir euch zu begrüßen. Würdet ihr bitte euren Namen und eure Zunft kundtun? Moment mal! Wartet einen Moment. Was geht hier vor? Ich habe das doch bereits erklärt, mein werter Herr Bäckerknecht. Das ist die...
Würmer. Ja, das verstehe ich, aber hier sind 4 Augenzeugen. Gewiss, eine solche Menschenmasse im Gerichtssaal stellt durchaus ein Sicherheitsrisiko dar. Euer Ehren, das ist nicht direkt, was ich meinte.